Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. So, ihr Lieben, Gott zum Gruße. Willkommen bei Domian, willkommen beim Talk Radio. Heute Nacht heißt das Thema der Sendung Fetischismus. Und ich möchte euch vorlesen, was im Lexikon zu diesem Begriff steht. Da ist zu lesen, Fetischismus ist eine sexuelle Fehlhaltung, bei der bestimmte Körperteile oder Gegenstände, zum Beispiel Strümpfe, der sexuellen Erregung oder Befriedung dienen. Und dieses oftmals ausschließlich. Ich finde, dass es sich in den meisten Fällen um kein Fehlverhalten handelt, sondern um etwas durchaus Normales, wem es denn gefällt. Und deshalb möchte ich gerne heute Nacht mit Fetischisten reden. Also, wer von euch steht auf Leder? Wer von euch steht auf Strumpfhosen? Wer von euch steht auf Füße? Oder wer von euch, und das ist eher die abseitigere Nummer, dann steht auf Windeln oder auf benutzte Kondome oder weiß der Teufel was? Wenn ihr Lust habt, euch mit mir über dieses Thema zu unterhalten, 0130 2911, das geht natürlich auch anonym, 0130 2911. Der erste Zuschauer, Zuhörer heute Nacht, Andreas, 29 Jahre. Ja, grüß dich, Jürgen. Andreas, du Kannst bist du mich gut hören? Ja. Ja, prima. Du bist ein Fetischist. Ja, also zunächst möchte ich einmal zu deiner technischen Definition vorhin sagen, dass das auch nicht das wiedergibt, was ich von oder was ich über Fetischismus denke. Mhm. Ich würde mich nicht unbedingt als Fetischisten bezeichnen, sondern als Interessierten. Und zwar insofern, als dass ich Füße sehr gern mag. Mhm. Auch den Geruch von Füßen sehr gern mag. Ich mag Füße in Lederschuhen. Und ich streiche auch gerne die Füße meiner Freundin. Mhm. Aber im Vorgespräch hatten wir da schon mal kurz drüber gesprochen. Es ist nicht notwendig, um zum Höhepunkt zu kommen. Also es ist nicht so eine Ausschließlichkeit? Nein. Dass du nur über diesen Weg halt dann deine ganze sexuelle Erfüllung findest? Nein, nein, überhaupt nicht. Aber so ein Tack in die Richtung hast du schon? Ja, es interessiert mich einfach. Ja, es macht mich an. Der Gedanke daran macht mich an. Was ist interessant an stinkenden Füßen? Nur ich finde, sie sind nicht stinkend. Ich muss auch sagen, also ich lecke Frauen sehr gern. Mhm. Ich mag das sehr gern, diesen Geschmack. Vielleicht liegt das auch daran, ich trinke ganz gerne Bier. Und ich würde auch gerne trockenen Weißwein trinken, wenn ich davon nicht Sodbrennen bekäme. Ja. Ja, aber ich mag einfach den Geschmack. Ja. Ja. Na gut, das ist und auch den Geruch. Ja. Das ist aber dann ein anderes Bier jetzt. Ne? Wie kommst du denn jetzt? Wie hast du das überhaupt entdeckt, dass du auf Füße stehst? Also das erste Mal, dass ich mich wirklich daran erinnere, das liegt ungefähr zurück 8 Jahre. Mhm. 88 war das. Ja. 88, 89 muss das gewesen sein. Da waren wir in der Wohnung eines Freundes und haben gefeiert. Und wir haben uns nachher gegenseitig so die Schuhe ausgezogen und einfach getanzt, ja, mhm. weil es bequemer war, auf Socken zu tanzen. Und nachdem alle dann im Bett lagen, habe ich mir also mal ein paar Schuhe geschnappt von einem Mädchen, das ich sehr attraktiv fand. Mhm. Und habe mir die Schuhe angeschaut zunächst mal und abgetastet und dann auch mal dran gerochen. Es war jetzt kein Fußgeruch, das war ein absoluter Ledergeruch. Ja, mhm. Ich meine, da kann man vielleicht auch irgendwelche Dinge hineininterpretieren. Aber das ist so das erste Mal, dass ich mich wirklich dran erinnere, so damit konfrontiert zu sein. Ich glaube bestimmt, dass sehr viele Leute so ein bisschen in die Richtung ausgerichtet sind. Aber dass kaum jemand sich traut, irgendwie zu sagen. Ne? Oder ja, und das finde ich nämlich, weißt du, Domian, vielleicht ist das nicht ganz rübergekommen. Ich habe mich da vielleicht auch falsch ausgedrückt. Was mich also interessiert, was ich gerne im Laufe der Sendung beantwortet wüsste, wäre... gibt es interessante Literatur? Gibt es interessante Bilder dazu? Gibt es Informationsstellen? Ich meine, wir sind ja keine Problemgemeinschaft. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es da eine ganze Menge zu gibt. Thema ja. Einfach, ja? Gibt es bei dir denn so eine Schmerzgrenze, dass du sagst, also bis zu dem Grade des Geruchs, bleiben wir mal beim Geruch, ja. Ist es für mich noch erotisch, antörnend? Ja, also aber ich dann sehe das dann gar nicht so, Jürgen, weil also der Geruch ist es letztlich nicht, denke ich mal. Mhm. Weil was du als Geruch bezeichnest, wir haben da unterschiedliche Auffassungen einfach von Geruch. Was du meinetwegen als starke Geruchsbelästigung
durchaus interessant im Duft. Mhm. Ich mag zum Beispiel, das ist so eine Kindheitserinnerung, gerne Teer. Mhm. Flüssigen Teer. Mhm. Ja, das rieche ich einfach gerne. Ja. Also ich glaube nicht, dass man da so eine allgemeingültige Regel finden kann, sondern dass das sehr individuell ist. Ja, mit Sicherheit nicht. Ist es denn auch so, dass ein ganz sauber gewaschener Fuß dich auch anmacht? Ja, auch. Also ein sehr gepflegter Fuß, zum Beispiel bei meiner Freundin, das mag ich auch sehr gern. Wenn er eingecremt ist und frisch geduscht ist, das habe ich auch sehr gern. Geht das so weit, dass du den Fuß über das Betasten und Küssen hinaus vielleicht auch gerne hast, dass deine Freundin es dir mit dem Fuß macht, zum Beispiel? Ja, also das weniger bei meiner jetzigen, das hatte ich bei meiner vorletzten Freundin. Ja, so die erste wirklich, also nach meiner ersten großen Liebe, so die erste wirkliche Beziehung, die ich hatte, so vielleicht mit 20, 22, ja. Und bei ihr hatte ich es sehr gern. Ja. Ja, und sie konnte das auch. Ich meine, dazu bedarf es auch einer gewissen Gelenkigkeit. Einer gewissen Technik, ja. Einer gewissen Technik. Und das konnte sie einfach. Und das war auch sehr schön. Und sie mochte das auch. Ja. Und bei meiner jetzigen Freundin ist es anders. Also sie hat es sehr gern, dass sie streichelt. Sie weiß auch, dass ich auf Füße stehe. Wir haben da ganz locker drüber gesprochen einfach. Und das ist ja durchaus für sie auch schön, weil sie es eben mag, wenn ich sie massiere. Ja. Aber es stimuliert sie nicht sexuell. Es war ihr auch nicht peinlich am Anfang? Nein, überhaupt nicht. Nein, also... Das ist also ganz leider auch ganz seltsam. In ihrer Familie ist es so, dass sie zum Beispiel auch die Füße ihres Bruders, der 9 ist, krault. Mhm. Ja, und wir sitzen dann also alle vor dem offenen Kamin und der Kleine liegt da und wird an Füßen gekrault. Ja. Andreas, vielen Dank für deinen Anruf. Okay, schlaf gut, ne? Dankeschön. Noch nicht. Ciao. Naja, später. Ciao. Der Jasch ist 33 Jahre. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jasch. Ein Fetischist? Kann man so sagen. Ja, dann erzähl mal ausführlich. Auf was stehst du? Nummer 1, Windelhosen oder Gummihosen. Und zwar ohne Einlage. Windelhosen ohne Einlage? Ja, also meistens. Mhm. Manche mögen es ja, dass da irgendwas zum Saugen noch drin ist. Ich mache das seltenst. Also Einlage meinst du, was meinst du eigentlich? Eine Stoffwindel. Eine Stoffwindel, ja. Mhm. Das heißt, dich stimuliert das, dich selbst, wenn du so etwas anhast? Ja. Ja. Warum? Weiß ich nicht zu beantworten. Es ist so und mir gefällt es. Und ich gehe dieser Neigung auch nach. Wie lange hast du diese Neigung schon entdeckt an dir? Also entdeckt seit 14 Jahren ungefähr. 14 also Jahre? Also so im späteren jugendlichen Alter, schätzungsweise 15, 16, ja. Hat es wohl angefangen, mich bewusst zu interessieren. Wie entdeckt man sowas? Weiß ich nicht genau. Ja, also ich habe es wiederentdeckt und bin ganz furchtbar geil geworden, als ich in Berlin diese Dinger im Schaufenster hängen sah. Ja. Und habe mir dann bei einem Besuch in der Stadt ein solches Höschen gekauft und dann ging es richtig los. Dann habe ich entdeckt, dass mir das unheimlich Spaß macht. Ja, was ging dann los? Dann hast du dir das Ding gekauft und ich dann? Ich habe mir es gekauft und angezogen und mich dann zum Schlafen gelegt, befriedigt. Also du liegst dann quasi nackt im Bett, nur mit der Windel. Ja, genau. Und das turnt dich so autoerotisch total an. Ja, genau. Ja. Also andere Leute nehmen die Hand zum Wichsen, ich mach's halt so. Und es funktioniert auch eigentlich nur so. Naja, die musst du dir ja letztendlich dann auch nehmen, ne, die Hand. Nee, ich leg mich auf den Bauch und schrub da ein bisschen rum. In die Windel. Ja, genau. Ja. Ist das ein sehr, sehr sexuell starker Trieb, es so bei dir mit dir selbst zu machen? Ist das sehr dominierend? Nee, das ist... Also passiert. Kann ich nicht sagen, ist natürlich relativ, aber wenn ich Lust habe, alle 2-3 Tage, dann ziehe ich mir so ein Ding an. Ja. Hast du denn auch, ich sag jetzt mal so, in Anführungszeichen, normalen sexuellen Kontakt zu anderen Leuten? Bisher kaum. Aufgrund dieser Neigung, die ziemlich ausschließlich ist, gelingt es mir nicht, da irgendwelche Leute, oder ist es mir bisher nicht gelungen, Leute zu finden, mit denen ich zusammen sowas betreiben kann. Ich bin dabei, Kontakte zu erschließen. Also du bist 30 Jahre alt? Ja. Und du hattest noch nie eine längere sexuelle Beziehung zu einem Menschen? So ist's. Ja, vermisst du das? Ja. Ja. Und dann müsste das auch jemand sein, der genauso gestrickt ist wie du. Muss nicht. Wäre schön, wenn. Ja. Könntest du denn, das war gerade meine Frage auch, könntest du dir denn vorstellen, auch einen erfüllten Orgasmus zu haben, ohne die Windeln? Ja. Das geht schon? Ja, das geht schon. Dann wundert es mich schon, dass du noch keinen Partner hattest. Bist du heterosexuell oder homosexuell? Also eher schwul, ja. Ja. Doch.
Wie erklärst du dir das dann, dass es dann noch nie zu einem Kontakt, einem längeren vielleicht? Ich habe mich einfach nicht intensiv bemüht. Mhm. Und ich bin auch ein recht komplizierter Mensch, insofern nehme ich auch Rücksicht. Also man müsste sehr viel Energie in sowas reinstecken, in eine Beziehung, um die am Leben zu erhalten. Ich bin sehr individualistisch. Mhm. Das könnte also durchaus sein, wenn du auf jemanden triffst, in den du dich verliebst, der aber solche Sachen nicht mag, dass dieses dann schon ein großes, sag ich mal, Störpotenzial in eurer Beziehung wäre. Ja, wäre denkbar. Ja. Also, ich denke, ich kann auch ohne das Zeug leben. Ja. Also nicht so, dass ich das unbedingt bräuchte. Aber wenn man das 10 Jahre oder so lange gemacht hat, dann hat sich das ja schon sehr eingefahren, ne? Und verselbstständigt, denke ich mal. Ja, ich habe auch getestet, ob mir irgendwelche SM-Praktiken zusagen. Ich glaube, dem ist nicht so. Mhm. Ich gebe mich mit dem zufrieden, was mir gefällt. Das sind also ein Ding und noch ein Ding, dann also war es das eigentlich auch schon. Ich habe gerade gesagt, also hier in dem Lexikon stand ja von wegen sexuelles Fehlverhalten. Ja, ich glaube, das Lexikon sollte man mal aktualisieren. Dass das nun, weiß Gott, auch nicht meine Auffassung ist. Ja. Dass ich das auch als durchaus normal empfinde, wem es denn gefällt. Aber ich glaube, wenn es zur Folge hat, dass man sich isoliert und dass man dadurch vereinsamt, dann ist es, glaube ich, doch nicht das Gelbe vom Ei. Ne? Wenn dem so ist, dann ist es nicht das Gelbe vom Ei. Mhm. Aber ich bin relativ viel unter Leuten. Ja. Bin auch gerne alleine. Ja. Das ist also vielen Elektronikern, ich bin beruflich und hobbyistisch Elektroniker, ist dieses ebenso zu eigen, habe ich festgestellt. Also gerade die Leute, die Elektronik machen, die sprechen zum Beispiel gerne mit sich selber und sind an sich auch viel alleine. Mag andere geben, da trifft es nicht zu, mit gleichem Beruf oder Hobby, aber bei mir ist es so und bei anderen auch. Also Jasch, wenn du, um das nochmal den Leuten klarzumachen, das klingt für viele natürlich, die jetzt auch die uns zuschauen, zuhören, als sehr ungewöhnlich. Das hört man nur nicht alle Tage und kaum jemand kennt jemanden in seinem Bekanntenkreis, der sowas macht. Wenn du denn diese Windel angezogen hast und du bist mit dir alleine, was für Fantasien gehen dir denn dann zusätzlich noch durch den Kopf? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass mir einer da noch ein bisschen was reinpinkelt und das fände ich richtig toll. Ja. Sind das denn auch zusätzlich so Fantasien, dass du denkst, du bist ein Kleinkind und dass du irgendwie bemuttert wirst, sauber gemacht wirst? Nee, ist bei mir nicht so. Ich weiß, dass es das gibt, aber bei mir ist es nicht so. Ich bin also ohne Fantasien und Gedanken in die Richtung völlig zufrieden mit dem Höschen oder auch mehrere übereinander, die ich dann anhab und mach's mir dann gemütlich. Mhm. Das heißt, du musst immer sehr viele Höschen kaufen, ne? Und du hast schon ein ganzes Repertoire zu Hause. Ich hab mal einige gekauft, immer mal wieder ein Stückchen, also mehrere auf einmal sind selten. Ja. Sozusagen vom Taschengeld, dann kann man das auch irgendwie finanzieren. Also so besonders teuer ist das dann auf die Dauer auch nicht, wenn man nicht ständig neue Sachen kauft. Wenn man die einigermaßen pfleglich behandelt, halten die eine ganze Weile. Ja. Ich mache das nicht unbedingt. Bei mir zerreißt das eine oder andere schon mal und dann muss ich mich halt mal wieder um neue Höschen kümmern. Sind das so richtige, zelebrierst du das richtig, diese Aktion dann? Oder geht das auch relativ ruckzuck? Das erste Wort nochmal? Oder geht das relativ ruckzuck oder zelebrierst du das? Ich zelebriere das. Ja, wie lange dauert das? Also je nach Aktivität, wenn ich schnell zum Orgasmus komme, dann dauert es 10 Minuten oder so. Ja. Meistens lasse ich es aber gar nicht so schnell so weit kommen. Ja. Und dann kann sich das etliche Stunden hinziehen, 4-5 Stunden. Und das, und das passiert wie viel Mal in der Woche? Sehr unterschiedlich. Manchmal nur einmal. Ja. Manchmal vergesse ich die Sache völlig, wenn ich andere Sachen im Kopf habe. Ja. Und manchmal täglich. Ja. Und nächtlich vor allem. Lieber Jasch, danke für deinen Anruf. Ja. Tschüss. Mein zweites Hobby darf ich noch kurz erwähnen? Ja, bitte. Jo, ich bin auch Freak von Zahnspangen. Von Zahnspangen? Jo. Und wer irgendwie sich erklären kann, sich mal mit mir unterhalten will. In Babycom Nummer 8 vom Lange Verlag wird möglicherweise eine Anzeige dann von mir drinstehen. Jetzt. Ich weiß, dass du keine Kontaktbörse bist, aber das sei mir erlaubt. So kann man das ja machen. Okay. Aber da muss ich jetzt nochmal nachfragen. Du bist Fan von Zahnspangen. Ja. Da muss ich natürlich jetzt erstmal ein bisschen an mich halten und nicht schmunzeln, aber wahrscheinlich ist es für dich wirklich eine ernste Angelegenheit. Die turnen dich sexuell auch an. Auf jeden Fall. Wie kommt das? Kannst du das versuchen? Ich habe keinerlei Erklärungen und habe das auch gar nicht versucht. Ich habe mich, als ich selber mal eine kriegte, gleich verliebt in das Teil. Das ist ja völlig bizarr. Naja, und habe die auch ziemlich verdrecken lassen, was andere nicht so unbedingt mögen. Ich stehe total drauf. Also du nimmst eine Zahnspange in den Mund und wirst davon geil. Ja, richtig. Das ist ja völlig. Und in Kombination mit einer Windel macht mich das dann also ziemlich heiß. Dann hebst du ab. Dann hebe ich über die Wolken. Das ist ja verrückt. Das habe ich noch nie gehört. Also mit den Windeln ja nur schon. Aber Zahnspangen? Ja.
Da bin ich ziemlich baff, Jasch. Na, vielleicht kommt noch mehr Außergewöhnliches. Ich hoffe es. Wir bleiben in dreiviertel Stunde. Viel Glück, viel Spaß. Dankeschön, ciao. Tschüss. Ciao. Eine Zahnspange. Carola, 35 Jahre. Nee, 45. Nee, 35 und Cora. Cora, ja, hallo. 35. Grüß dich. Hallo. Ja, Thema Fetischismus bei uns. Ja, ich habe gedacht, ist vielleicht auch interessant, wenn sich mal eine Frau meldet. Sehr, ja. Weil es herrscht so, glaube ich, die Meinung, dass das mehr Männerangelegenheit ist. Glaube ich zwar nicht, aber es kann sein, dass man so denkt, ja. Also ich trage sehr gern Gummi- und Ledersachen. Mhm. Auch sehr gern in der Richtung, dass es dominant rüberkommt. Ja, was genau für Sachen sind das? Kleider. Da gibt es also sehr viele Outfit-Sachen, die man so tragen kann. Ja, die auch sehr teuer sind, ne? Ja. Ja. Aus diesem Grund habe ich also erst im Freundinnenkreis und später auch in einem größeren Kreis eine Art Secondhand gemacht. Ja. Das heißt, viele kaufen was im Katalog. Sieht ganz toll aus. Im da Katalog, wenn es zu Hause. Da gibt's Versandhandel für, ne? Für solche Sachen. Ja, man kann das alles bestellen. Das passt aber dann nicht unbedingt und man kann dann diese Sachen eben bei unserer Gruppe, wir haben also eine Gruppe, wo sich interessierte Leute treffen. Mhm. Und da kann man das dann eben tauschen. Also dann wird es ein bisschen billiger. Das ist Lack und Gummi. Ja. Ja. Nun will ich versuche es trotzdem auch bei dir nochmal die Frage zu stellen, warum macht das geil? Also ist erstens mal, denke ich, kann ich meinen exhibitionistischen Teil in mir damit ausleben, weil es einfach Spaß macht, sich so toll anzuziehen. Wo präsentierst du dich dann in diesem Outfit? Also es gibt Veranstaltungen, wo man sich so präsentieren kann. Also Partys extra für Leute, die so drauf sind? Ja, es gibt also große Veranstaltungen, wo hunderte von Leuten kommen, alle in diesen Sachen, sich gegenseitig bewundern. Aha, das ist ja scharf. Und ich denke, dass das auf der einen Seite viel Exhibitionismus und auch Voyeurismus ist. Ja. Jetzt lass mich noch mal fragen zu diesen Veranstaltungen. Da kommen sehr viele Leute hin, die genauso angezogen sind. Ja. Ist das so ein quasi dann nur so eine Modenschau oder geht dann irgendwann da auch sexuell was ab? Also bei den großen Veranstaltungen ist es eigentlich wie eine normale Diskothek. Hm. Man kann da tanzen und an der Bar stehen. Und es ergeben sich aber natürlich Kontakte, weil viele Leute ja immer Kontakte auch suchen und sich austauschen möchten. Ja. Und also sexuell in dem Sinne von irgendwelchen Orgien geht da nichts ab. Ja. Das geht schon wegen Öffentlichkeit nicht, ne? Klar. Wenn du solche Sachen anhast, ist das für dich so ein ständiges, latentes, erotisches Gefühl? Oder gar nicht mehr latent? Ja, ich fühle mich dann sehr schön und sehr sexy. Ja. Und die Sachen sind ja oft hauteng, also besonders Gummi liegt ja ganz dicht auf der Haut. Ja. Und zwischen der Haut und dem Gummi bildet sich dann auch eine kleine Schweißschicht, sage ich mal. Ja. Und es kann sich sehr schön und wohlig anfühlen. Ist es immer so, dass du quasi, wenn du diese Sachen angezogen hast, dass es immer irgendwie dann doch mit Sex endet? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Ah ja. Also du hast die Möglichkeit, bei diesen Partys die Sachen anzuziehen. Wo ziehst du es noch an? Ja, also wir sind halt eine Interessengruppe, die halt selber auch kleine Partys veranstaltet, also im kleineren Rahmen, wo dann auch mehr passieren kann natürlich, sexuell auch. Und wenn ich also ausgehe in ganz normale Lokale, dann mache ich mir auch manchmal den Spaß, so auszugehen, ganz normal. Mhm. Ist es denn trotzdem für dich so, dass, wenn es zu irgendeiner sexuellen Begegnung kommt, einem Erlebnis, dass dieses schon immer damit verbunden sein muss, dass du sowas anhast? Nee, nicht zwangsläufig. Aber ich finde es schon, es macht mich mehr an, wenn ich also einen Mann in schöner, engen Lederhose oder Gummi sehe und also ich finde es steigert schon die Erregung und die Lust. Also nicht nur bei dir selbst findest du es toll, sondern ich schaue es mir auch gern an, bei Männern und bei Frauen. Wenn es dann zum Sex kommt, ziehst du diese Sachen dann ganz aus oder lässt du dann doch noch teilweise die Sachen an? Also ich lasse ganz gern hohe Schuhe an, auf jeden Fall. Hier solche? Ja. Ja. Und das ist unsere Requisite heute. Ist fast ein Klischee, ne? Ja, klar, natürlich. Ja, sicher.
und so ein paar Teile mit Ketten oder so, die dann so ein bisschen Geräusche auch geben, finde ich auch ganz schön. Es gibt ja auch sehr schöne BHs, die quasi vorne offen sind, wo dann die Wurst schön zur Geltung bringen. Und der Geruch von Gummi und Leder, wenn das kann ja auch, wenn sich das dann mit dem Körpergeruch vermischt, das kann auch sehr anregend sein. Ich frage das deshalb, weil ich schon oft von Leder- und Gummifreunden gehört habe, dass die gar keinen Spaß daran haben, beim Sex sich nur ganz nackt, wie das so der normale Mensch macht, ganz nackt auszuziehen. Dass immer so kleine Accessoires dabei bleiben, wie du es auch gerade geschildert hast. Also wirkliche Gummifetischisten, die ich also auch kenne und mit denen ich viel auch zu tun habe, die möchten also überhaupt nicht aussteigen aus ihren Klamotten. Und da ist es einfach das Höchste, wirklich den ganzen Körper, also mit Maske über dem Gesicht auch in Gummi zu hüllen. Und mehrere Schichten Gummi über sich zu spüren und so den ganzen Abend zu verbringen. Und es ist also bei unseren privaten Festen dann eben auch möglich, dass jemand einfach den ganzen Abend so in seinem totalen Gummi mit Maske und allem, da ist also kein Stückchen Haut mehr zu spüren. Und wir können den dann streicheln durch das Gummi durch und das ist für die Person dann sehr schön, also so... Kann diese trotzdem Person, zu wissen, dass Leute drumherum sind und berührt zu werden. Kann diese Person denn, wenn die solche Anzüge anhat, auch einen Geschlechtsakt vollziehen? Gibt es irgendwelche Öffnungen am Gummi an den passenden Stellen? Die Schneider für solche Sachen machen das schon ganz geschickt und man kann also dann die entsprechenden Stellen freilegen. Schaut ein bisschen monströs aus, so jemand ganz in Gummi mit Maske und dann nur vorne kommt sozusagen das männliche Teil raus. Ja. Und da kann dann schon was machen, ja klar. Also mir ist das sehr, sehr fremd, aber ich finde das sehr interessant. Aber ich kann es eigentlich nicht so nachvollziehen. Was der Spaß dabei ist. Ja, was der Spaß dabei ist, ja. Und das kann man ja, wie ihr das gerade auch schon gesagt habt, eigentlich nicht auch, man kann es eigentlich nicht erklären. Ne? Man kann nur sagen, man findet es gut oder scharf, aber man kann es so nicht rüberbringen. Was ist der Spaß dabei, einen Porsche zu fahren? Ja, genau. Kann man auch nicht also erklären. Meine, ja, ist es gibt die Geschwindigkeit. So viel Fetischismus, nur wenn es mit Sexualität zu tun hat, dann ist es immer gleich was Besonderes. Aber es gibt es ist dann was Abartiges. Und das ist das Gemeine daran, ne? Dass man gleich die Leute dann entwertet, die sowas machen und mögen. Also ich finde es genauso abartig, sein ganzes Geld in ein wahnsinnig teures Auto zu stecken. Und vielleicht geht denn da auch einer ab, wenn sie da den Gang hochziehen oder so. Cora, wie hast du das denn bei dir entdeckt? In welchem Alter zum Beispiel? Es ist noch gar nicht so lange her. Ich bin da einfach immer auf so eine Party gegangen und fand, dass die Leute tolle Sachen anhaben und dass eine große Offenheit zwischen den Menschen da herrscht. Und fand das eben sehr angenehm und habe mir dann die ersten Sachen selber gekauft. Hat das auch sowas von so einer eingeschworenen Gemeinde, solche Gruppen? Ja, schon. Also man ist da durchaus auch befreundet und... Ja, kann auch über andere Dinge reden. Ja. Cora, danke für deinen Anruf. Bitte. Tschüss. Tschüss. Ciao. Jetzt geht's weiter mit Michael 23. Ja, hallo. Hallo Michael. Ja, zum zweiten Mal schon durchgekommen und immer komme ich vor der Musikpause. Nee, ich war das letzte Mal der mit dem Hobby zum Beruf gemacht, der Micha. Der Micha. Ja. Aber jetzt haben wir ein anderes Thema. Ja, richtig. Jetzt bin ich ja gespannt, auf was du stehst. Auf Pos. Auf Pos? Ja. Das geht ja noch. Ja, also das ist ja noch gegen die Zahnspange relativ harmlos. Ja, also das wäre, glaube ich, nicht mein Ding. Ich könnte zwar eine gebrauchen, sagt mein Zahnarzt, aber... Also du bist ein Po-Fetischist. Ja. Erklär mal ein bisschen genauer. Ja, also ich stehe auf wohlgeformte, runde Pos. Ja. So in Herzform. Ja. Also das ist ja, wo diese Herzchenform, die man auf Liebesbriefe schreibt, das ist ja eigentlich von einem schönen Po abgeleitet. Das ja. ist halt falsch rum, ne? Und... Ist das so sehr, dass du ausschließlich deine sexuelle Erregung aus solchen Pos ziehst, wenn du sie siehst oder anfassen kannst? Nein, um Gottes Willen. Aber es ist halt ein ziemlich erregendes Gefühl. Beziehungsweise es ist für mich erregender, als wenn ich Brüste in der Hand habe. Also ich finde, das ist halt nicht ausschlaggebend. Ja. Nicht unbedingt. Ist es so, dass du dir gerne solche Pos anguckst von Frauen? Ja. Ja. Sie gerne anfasst? Ja. Sie gerne streichelst? Geht es auch so weit, dass das auch mit so einer Analerotik und Analsexualität verbunden ist? Würde ich nicht sagen. Also ich konzentriere mich lieber auf den Po, aber nicht das, was dahinter kommt, sage ich jetzt mal. Ja. Also anal
stehe ich nicht unbedingt drauf. Also mich interessiert eigentlich nur die Form, wie er sich anfühlt und wie er halt aussieht. Mhm. Ja, und ich meine, das Erste, was man so in der Disco oder so immer als Mann anguckt, finde ich, sind die Brüste. Und bei mir ist es halt der Po. Und ich meine, ich habe eine Freundin, ich habe es eigentlich nicht nötig, jetzt da anderen Mädchen in Ausschnitt zu gucken oder so, aber so dieser... Du guckst den anderen Mädchen auf den Po dann? Ja. Aber ich vergleiche den halt nicht mit dem Po von meiner Freundin. Ja. Weil das ist ja wieder ein ganz anderer, das ist ja wieder ein ganz eigener Charakter, sage ich mal. Ist es denn so, dass du bei deiner Freundin da auch so einen sehr großen Wert auf den Po legst oder bist du da anders drauf? So in der Beziehung meine ich. Also ich sag mal, es ist nicht Bedingung, dass ein Mädchen einen schönen Po hat, dass ich mit ihr was anfange oder so. Das ist absolut nicht Bedingung, aber ich würde sagen, es ist ein reizvoller Nebenteil. Mhm. Auf jeden Fall. Und meine Freundin hat auch einen sehr schönen Po. Ja. Es könnte also durchaus passieren, dass du mit einer Frau mal zusammenkommst oder einen One-Night-Stand hast oder so, die eigentlich gar nicht so dein Fall ist, aber die einen super tollen Knackarsch hat. Könnte passieren, aber ich sag mal, ich bin treu und gucken ist erstmal in erster Linie das, was ich mache. Mag deine Freundin das, dass du so sehr ihren Po verehrst? Sie streitet das immer ab. Also sie hört zwar gerne, wenn ich ihr Komplimente mache, aber sie sagt immer, nee, ach, der ist nicht so toll. Und es ist immer, ich glaube, das ist immer diese Bestätigung, die Frauen meistens haben wollen. Ja. Nochmal zurückzukommen auf den direkten Sex dann, der unter Umständen verbunden sein kann mit dem Po. Der interessiert dich überhaupt nicht? Der Analsex? Ja. Nee, würde ich nicht sagen. Ja. Also das ist, nee. Ist nicht dein Ding? Nee, absolut nicht. Und du hast immer schon Pos gemocht? Ja, so ziemlich. Ja. Aber das ist erst so in den letzten 5 Jahren, würde ich mal sagen, so ein bisschen rausgekommen. Hat sich das entwickelt und verfeinert? Ja, so ein bisschen. Ja. Michael, danke für deinen Anruf. Ja, noch ein großes Lob an dein Team. Danke. An dich selber und mach auf jeden Fall weiter so. Vielen, vielen Dank. Harald Schmidt ersparen wir uns heute. Ja. Okay. Bye, bye. Ciao. Carola, jetzt ist Carola dran, 45 Jahre. Ja, hallo Domian. Ja, Carola. Ich höre dich sehr gut. Ja, prima. Und grüße dich. Ja, ich bin eigentlich auch zu einem richtigen Fan deiner Sendung inzwischen geworden. Danke. Bin jetzt doch recht aufgeregt, da es auch schon sehr spannend ist, bis man endlich drankommt. Ja. Dass man aufgerufen wird. Und wollte dir eigentlich auch erstmal ein ganz großes Lob für deine Sendung aussprechen und denke dabei, dass du die moderne Form des Dr. von Hollander und Dr. Markus bist. Ich weiß gar nicht, ob du dich an die Sendung erinnern kannst. Nee, ja, ich weiß, dass... Ich bin ja doch noch ein bisschen älter als du. Ich weiß, dass es das gegeben hat, aber ja, und die machten es allerdings immer mehr objektiv und ich finde es eigentlich sehr schön, dass du eben es rein subjektiv betrachtest. Und ich, also das finde ich wirklich prima. Jetzt kriegen wir den Dreh zum Fetischismus. Ja, ich muss nur noch sagen, es ist die Suchtgefahr da. Und ich habe darüber jetzt viel nachgedacht, warum du immer mehr Fans kriegst. Und ich meine, das kommt einfach dadurch, dass dieses Durchschlüsselloch-Effekt da liegt. Ja. Dieses Durchschlüsselloch-Gucken. Und dadurch müssen deine Fans einfach immer mehr werden und es so beliebt sein. Ich weiß es nicht. Irgendwo muss es da liegen. Jetzt zum Fetisch. Meine Liebe, Bin Betroffene. Nämlich? Wir leben 21 Jahre zusammen, 18 Jahre verheiratet. Ja. Mein Mann hat es also ganz geschickt zu Beginn angefangen, irgendwo Interesse an Damenschuhen zu zeigen, so dass ich das eigentlich überhaupt nicht mitbekommen habe, zumal ich auch völlig unerfahren in allen Sexfragen war. Und ich habe dann irgendwo mitgemacht oder lass mich das mal anziehen oder... er hat die angezogen? Ja, er hat die angezogen. Und möglichst auch eben während des Verkehrs anbehalten oder ich weiß auch gar nicht mehr wie. Jedenfalls, ich fand überhaupt nichts dabei. Er hat die Damenschuhe beim Sex möglichst angezogen. Möglichst meine. Möglichst. Ja, und ich habe mich dann natürlich geärgert, weil er ja größere Füße hat. Und da waren die ausgelatscht hinterher. Ja, eben ausgelatscht. Sag mal, hat dich das denn nicht am Anfang total irritiert? Ich weiß auch nicht. Ich kann mich da auch nicht mehr so dran erinnern. Auf jeden Fall, ich fand da gar nicht viel dabei. Das Kuriose ist, er hat ja auch, obwohl das damals noch nicht so üblich war, im Haus meiner Eltern ja gelegentlich schon geschlafen. Mhm. Und er ist dann morgens auch mit diesen Schuhen die Treppe runtergegangen oder hat sich ganz salopp mit diesen Schuhen ins Wohnzimmer gesetzt zum Fernsehen. Und auch meinen Eltern haben das irgendwo überhaupt nicht richtig mitgekriegt. Das ist ja, ich weiß auch nicht wie.
Aber die haben sich nicht dabei gedacht und die waren ja noch nicht verkalkt oder was weiß ich früher. Ja, ja. Die haben mich also auch nie darauf angesprochen. Also so fing es an mit deinem... Ja, und seine Mutter wusste es wohl, von der habe ich dann erfahren, dass sie schon mal diese Absatzschuhe, die sie bei ihm fand, in einen Container geschmissen hatte und er sie dann wieder rausgeholt hatte. Also das waren die Anfänge. Ich vermute mal, dass es dann noch weitergegangen ist. Weiter hatte ich den Eindruck, dass es eigentlich immer zunimmt. Ja. Ich lebe damit, ich habe erst mitgemacht, mich stört es aber mehr und mehr. Was macht er denn alles? Ja, was macht er denn? Ich das genau wüsste. Also von mir während des Verkehrs hätte er es am liebsten, dass ich die Schuhe vielleicht dabei anziehe. Und jetzt kommt etwas, was in die Richtung Masochismus geht, dass er am liebsten von mir mit den Schuhen als Einstieg, quasi als Vorspiel, mit diesen Schuhen getreten wird. Oder dass ich auf irgendetwas drauf trete, besser ich als er, was möglichst ein knackendes Geräusch von sich gibt. Literatur gibt es übrigens genug, er hat massenhaft Literatur, er hat selber eine Abhandlung darüber geschrieben. Ja. Also, also es fängt wirklich dann an, kompliziert zu werden, wenn man einen Partner hat, der das nicht mag, ne? Ja, nicht mag, ich lebe damit und habe das eben toleriert. Nur, weißt du, ich komme jetzt da drauf, dass ich manchmal irgendwo eifersüchtig darauf bin, dass wenn ich neben ihm liege oder mit ihm Verkehr habe, dass du nicht ausreichst. Nee, dass ich gar nicht ich bin, sondern dass er mir einen Schuh sieht oder was. Weil ich bis heute nicht begriffen habe, wie er, also er befriedigt sich selbst damit, das ist mir ziemlich klar. Mit den Schuhen? Ja, aber wie, frage ich dich. Wie? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch noch nie eigentlich mit jemandem drüber gesprochen, außer dass unser quasi Pflegesohn, der uns so als Neunjähriger während des Studiums zugelaufen ist, als Erwachsener vor einiger Zeit per Zufall das entdeckt hat und er so schockiert war, weil diese Vaterfigur von einem Sockel gefallen war. Das heißt also, dass ihr beide, du und dein Mann, auch nicht sehr offen darüber redet. Doch, völlig. Ja, aber wir kaufen zusammen Schuhe, er muss die gleichen wie ich haben. Weißt du, Domian, das kostet Unsummen an Geld. Er kauft ja jetzt schon Designerschuhe. Und wir haben ganze Keller voll, ganze Zimmer. Dieser Schuh, da fühle ich mich schier heimisch, wenn ich da auf dem Tisch stehe. Dann frag ihn doch mal ganz einfach, wie er das macht mit den Schuhen. Ja, ich sag ihm, ja, das frage ich mich immer wieder. Nun sind wir kinderlos. Und auch da gebe ich ihm ein bisschen irgendwo die Schuld, weil es mal eigentlich an ihm lag und man in den letzten Jahren also endlich mal festgestellt und Bakterien festgestellt hat und mich eine der Laborantinnen zurücknahm und sagte, dieses wären Bakterien, die speziell bei Homosexuellen, also Schwulen, vorkämen. Daraufhin kriegte ich den Trichter, mein Gott, der ist doch schwul. Und er sagt, nein, um Gottes Willen, das bin ich nicht. Er hat eine starke Mutterbeziehung gehabt. Ich habe also hergedeutet noch und noch. Carola, war denn jetzt oder ist, abgesehen jetzt von, kann man nicht absehen, aber ich sag mal so trotzdem isoliert gesehen, eure Sexualität an sich erfüllt? Ja, weißt du, das ist durch den Kinderwunsch sehr reglementiert worden ohnehin. Da wir ja nie irgendwo Verkehr haben durften, wie wir wollten. Weil das immer nach dem Kalender ging und weil ich da in einer IVF-Behandlung viele Jahre gewesen bin, sodass wir uns danach richten mussten. Und siehst du, da werfe ich, denke ich, auch manchmal, er hat mir das vereitelt. Und ich habe ja eine Menge Qualen eigentlich ausstehen müssen, so gesehen, dass er sich heimlich immer wieder selbst befriedigt hat. Bist du denn sicher, dass er keine anderen Dinge nebenher laufen hat? Ja, was? Er fährt zum Beispiel am Wochenende, Sonnabend und Sonntag fährt er erstmal nach Hannover zum Beispiel. Das ist die Stadt, die uns größere Stadt, die am nächsten gelegen ist. Was macht er da? Ja, das frage ich mich auch. Ich wollte schon mal einen hinterher schicken. Ob er sich da, auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass er zu irgendwelchen Treffs, ich habe das nun eben gehört, zu irgendwelchen Treffs fährt, weil er immer mal zu so einem Ballparadox wollte und das ja nicht kannte. Also ich meine, deshalb denke ich nicht, dass er zu irgendwelchen Treffs fährt. Also rein, allein wie er das macht, würde mich schon mal interessieren. Also ich mag auch nicht mehr, weißt du, und wenn er nun zu diesen ärztlichen Behandlungen auch, da holt er sich die Lust, mit diesen Schuhen vorher. Gut, dann toleriere ich das, denke, ja, ist Mittel zum Zweck, ist egal. Aber dann soll ich möglichst nochmal losgehen über speziell über den Viktualienmarkt in München dann, weil auf dem Viktualienmarkt ja so viel Zeug liegt, à la Kirschen und dergleichen, die man ja dann so herrlich knackend zertreten kann. Also ich halte auch nichts mehr für unmöglich, seit ich deine Sendung sehe. Das klingt wirklich völlig verrückt. Es klingt völlig verrückt und man könnte sich das für einen Film nicht schräger ausdenken. Ja. Also für dich ist es aber weniger witzig, sondern allmählich auch sehr belastend und nervig. Es ist nervig.
Ja, gebe ich zu. Ist es dann im Moment auch immer noch, wenn ihr miteinander schlaft, dass er die Schuhe anhat und du sie auch anhat? Nein, er hat sie nicht, er zieht sie nicht, durchaus nicht immer an. Außerdem würde das Bett dabei kaputt machen. Er ist ja größer als ich und dann zu lang im Bett oder was, der Himmel was. Nicht, aber er täte das. Carola, es klingt jetzt alles so locker und flockig und lustig, aber droht da eure Ehe kaputt? Es belastet mich, aber ich bin 45 Jahre und ich habe, weiß Gott, eigentlich andere Probleme, sodass ich die vielleicht beiseite schiebe. Ja. Also eure Ehe geht nicht kaputt dadurch, meinst du? Nein, da habe ich eher noch ein anderes kleines Problem, da mein Mann in die zweite Jugend kommt. Aber das, was sich da noch so ein bisschen vorrangig hinschiebt. Jetzt sag uns doch noch mal, wie viel Paar Schuhe er hat. Wenn ich das wüsste, das kann er selber nicht mehr zählen. Die findet er gar nicht mehr. Das ist ja völlig verrückt. Also der hat in Kartons ganze Teller voll. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und wo er hinkommt, muss er Schuhe kaufen. Bloß was mir auffällt, das regt mich also auch auf. Er läuft also mehr und mehr zu Hause, wenn er vom Dienst kommt, weil es ihn entspannt. Nur noch in diesen Absatzschuhen. In so Pumps rum. Ja, und die modernsten. Bitteschön, ja. Designer-Klamotten. Und das hat dich auch am Anfang nicht abgetaunt, sowas? Es war nicht ganz so massiv wie jetzt. Zugenommen. Zugegeben, seine Belastung ist jetzt höher, beruflich und so weiter, dass er sich vielleicht wirklich damit versucht abzulenken und zu entspannen. Also, Carola, was es alles gibt, kann man da nur sagen. Ja, kann man sagen. Also es ist wirklich, deine Sendung ist wirklich so, dass ich nichts mehr für unmöglich halte. Man muss über manches schmunzeln, aber es ist ja gar nicht so. Ja. Das ist schon wahr. Vielen Dank für deinen Anruf. Ja. Tschüss. Ciao. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Ihr Lieben, hier ist 1Live Domian, das Talkradio vom WDR. Heute Nacht heißt unser Thema Fetischismus. Und ich möchte mit Leuten reden, die Fetischisten sind, die auf Gegenstände, auf bestimmte Gegenstände stehen, durch die sie nur richtig geil werden können oder die auf bestimmte Körperteile stehen, auf eher vielleicht auch sehr ungewöhnliche Sachen. Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, wenn ihr wollt, auch anonym, 01309211. Und jetzt begrüße ich herzlich, 29 Jahre alt, den Lars. Hallo. Ja, moin Jürgen, hier ist der Lars aus dem Lipperland. Aus dem Lipperland? Genau. Aha. Da gibt es also auch Fetischisten. Ja, klar. Im Lipperland. Überall gibt es die und auch hier. Erzähl. Ja, es geht mal wieder um eine Sache. Und zwar, was mich ganz besonders anmacht, sind Stiefel. Stiefel. Oder sagen wir es mal noch genauer, Männerbeine in Leder. Du bist schwul. Und unten dran mit Stiefeln. Ja, ganz genau. Schwul bin ich auch. Genau. Also und Männerbeine mit Stiefeln. Richtig. Ja. Mhm. Überwiegend solche Oschis von Stiefeln. Ja, ganz genau. Ja. Umso stabiler, größer, einengender oder wie auch immer, desto besser. Dürfen die Jungs in den Stiefeln Socken haben? Oder ist das wurscht? Das ist eigentlich relativ egal. Das ist wurscht. Mhm. Mich interessiert so das, was man von außen sieht und fühlen kann. Wenn du einen Mann in der Stadt siehst oder irgendwo in der Disco, der sowas anhat, was passiert in dir? Ja, dann passiert einiges. Ich kann das mal so umschreiben, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, ist die beste Optik für Motorradfahrer. Also man sitzt auf einer Höhe. Und wenn mir dann ein Motorradfahrer entgegenkommt, der entsprechend schön gekleidet ist, dann gibt er so einen wahnsinnigen Hormonschub sozusagen im Körper, dass ich also, das schivert durch den ganzen Körper. Mhm. Das ist wie verrückt, da stellen sich alle Haare auf. Und nicht nur das die? Ist wie verrückt. Bitte? Und nicht nur die? Wir sind ja zu schnell dran vorbeigefahren. Ja. Dafür reicht's nicht. Ja. Nee, wie gesagt, das ist Wahnsinn. Nun hatten wir gerade die Definition von, also so richtig der knallhart Fetischismus, dass es nur bestimmte Sachen gibt, die Leute nur diese Sachen halt zum sexuellen Höhepunkt bringen. Ist das bei dir reduziert, sage ich jetzt mal, oder reduziert ist so negativ, also projiziert auf diese Stiefelgeschichte?
Also ich habe einen Freund, und ich habe mit ihm eigentlich auch ganz durchschnittlichen normalen Sex, oder wie ich immer sage, Blümchensex auch. Also er muss im Bett keine Stiefel anziehen? Nein, um Gottes Willen, gar nicht. Sondern dann gar nicht so. Sondern am meisten, wo wir beide das einsetzen, ist, also wir machen auch so SM-mäßig Geschichten und so weiter. Ja. Und da macht es mich total an, wenn er dann eben Stiefel trägt und mich quasi, er mich dominiert und mich dann mit den Stiefeln auch irgendwie beherrscht, weil ich finde, die Stiefel, die strahlen so Macht und Stärke aus und Unverletzbarkeit, weil sie auch einen Schutz geben dieser Person, die da drin steht. Und dann wirken sie natürlich, ne? Das bringt natürlich so den gewissen Klick noch dabei. Da müsstest du doch total auf Polizisten stehen, auf Soldaten und sowas. Soldaten hundertprozentig, was auch ein bisschen negativ besetzt war oder auch ist, so ein bisschen der Beigeschmack, was mich total anmacht, ist diese rechtsradikale Szene, die entsprechenden Leute, Skinheads und so weiter. Die haben das ja auch. Ja, Springerstiefel. Mhm. Oh, dann gehe ich schon immer durch den Fernseher durch, wenn ich das nur sehe in den Nachrichten oder so. Und ganz scharf, wie gesagt, Motorradfahrer, weil die tragen sehr oft schöne Stiefel. Ja, also es hat schon was mit Stärke und Macht und Kraft zu tun. Unverletzbarkeit. Ja. Ich bin das verletzbare Individuum da vor den Stiefeln. Mhm. Ich werde von den Stiefeln oder von dem Kerl, der da drin steht, beherrscht, unterdrückt, kann zertreten werden und kann ihn quasi gar nicht verletzen. Ja, das ist schon eine Andeutung, eine Erklärung. Das kann ich schon so irgendwie nachvollziehen. Oder verstehen, ja. Wie hoch müssen die Stiefel sein? Bis unter die Knie? Ich sagte ja zu Anfang, wenn sie größer und stabiler sind, desto besser. Desto besser, ja. Jetzt habe ich das Problem, ich trage selbst auch Stiefel, auch bei jeder Gelegenheit. Man kennt mich eigentlich nur in Stiefeln, in allen Kreisen, wo ich verkehre. Und ich habe recht lange Beine, so von Natur aus. Und Stiefel, die hoch genug gehen, für mich ist nicht so einfach. Das sind alles Sonderanfertigungen. Ja. Und das wird echt ein Problem, nämlich ein finanzielles Problem. Stiefel von der Stange gehen mir immer nur so zur Hälfte bis zwei Dritteln des Unterbeines. Ja, die lässt du einmal anfertigen und die halten dann ja auch ewig. Ja, stimmt schon. Also ist es auch so, dass es auch so eine auto-erotisierende Wirkung hat, wenn du die Dinger selbst anziehst? Und das ist ganz unterschiedlich teilweise auch von der Stimmung, welche Stiefel dann wirken. Mal sind es Lederstiefel. Mhm. Mal sind es bunte Enduro-Stiefel und manchmal sind es auch Gummistiefel. Ne? So. Ist es so krass, dass du dir dann am liebsten auch in Stiefeln einen runterholst? Ja. Das ja. Ja, das kommt sehr oft. Weil wenn ich mir die Stiefel so angucke, das gibt so ein ganz besonderes Gefühl dabei, auch wenn ich sie selbst trage. Ja. Wenn es dann aber zum Höhepunkt kommt, dann ist oft, dass dieser Film im Kopf abläuft, dass mir gerade einer gegenübersteht im Stiefel. Ja. Dann sehe ich mich selbst nicht mehr da drin, sondern kräftige andere Männer beinahe drin. Das ist bei dir aber nicht gekoppelt. Wir haben es ganz am Anfang von dem Andreas gehört, dass du irgendwie auch auf Gerüche stehst, die mit Stiefel und Füßen verbunden sind. Nicht speziell von den Füßen. Das wirkt nicht, also es ist weder positiv noch negativ besetzt, sondern vielmehr ist es das Ausstrahlen des Materials. Das Leder. Leder, Gummi. Ja. Gummistiefel und so weiter, die haben ja auch ihren eigenen Geruch, vor allem wenn sie warm sind. Und das wirkt schon. Ja, also ich bin ja nicht in diese Richtung gestrickt, wie ich schon sagte. Aber was ich auch sehr antörnend finde, ist der Geruch von Leder oder von Lederjacken, von neuen Lederjacken. Ja. Das hat auch schon seine Wirkung. Ja. Wie hast du dieses an dir entdeckt? Gibt es da ein Schlüsselerlebnis? Nö, das hat sich eigentlich relativ langsam entwickelt. Ich bin recht spät zu meiner Sexualität gekommen, nämlich mit 23 erst. Ja. Und dann habe ich angefangen, mir Lederklamotten zu kaufen. Das war so meine erste sexuelle Befreiung, dass ich mich in Leder ausgestattet habe. Mhm. Seitdem gibt's auch, jetzt habe ich mir die zweite Jeans mal wieder gekauft, jetzt in den letzten zwei Monaten. ansonsten ist die ganzen... Ja, komisch, wenn die eigene sexuelle Befreiung so über das erste Kaufen von Lederklamotten läuft. Ne? Ja. Das heißt, das muss ja schon in dir angelegt gewesen sein. Ja. Diese. Ja, nur das war irgendwie, zu dem Zeitpunkt bin ich auch zu Hause ausgezogen, muss ich sagen. Und vorher war es einfach nicht möglich, weil es war einfach auch nicht ein Tabuthema. Es wurde nicht drüber gesprochen. Mhm. Die Leute, die Leder trugen, das waren immer so die komischen Leute sozusagen, wo einen die Mama immer vorgewarnt hat. Ne? Mhm. Und dann war ich da raus, da fing das dann an, dass ich mich selbst entwickeln konnte. Und da war das erste Ding, war Leder kaufen, alles andere aus dem Fenster geschmissen. Ja. Und seitdem
bin ich eigentlich auch der Lars in Leder. Ne? Der Lars in Leder. Das war der Lars in Leder im Talkradio heute Nacht zum Thema Fetischismus. Lars, dankeschön. Ja, okay. Tschüss, ciao. Sebastian, 19 Jahre alt. Ja. Sebastian. Hallo. Du bist dran. Ich habe eine besondere Affinität zu Hüten. Zu Hüten? Ja, zu Hüten. Zu Hüten. Ja, zu welcher Art von Hüten? Im Grunde alle Hüte mit Krempe. Also sowas hier, so eine Kappe ist es nicht, ne? Ich höre dich im Radio. Ach, du hörst mich im Kann Radio. Kann ich gar nicht sehen. Ja, also ich habe eine Kappe auf. Soweit ich eine Kappe kenne, genau sowas nicht. Nee, ja. Geht so, normalerweise die mit dem Kniff in der Mitte und dann... Ganz normale Hüte. Ja, kommt drauf an, also ich habe ein paar Lederhüte, und einen Wachshut, aber das meiste sind eigentlich Filzhüte, so ganz viele verschiedene schwarze. Und die machen dich an? Ja, also es war eigentlich ursprünglich überhaupt nicht sexuelles. Also ich habe irgendwann angefangen, Hut zu tragen, einfach weil ich einen nassen Kopf gekriegt habe. Mhm. Ja, und mit der Zeit habe ich dann die Hüte gar nicht mehr abgesetzt. Mhm. Sodass ich dann, inzwischen also nur noch mit Hut rumlaufe. Ja, und du gehst auch mit Hut ins Bett? Ja. Ja, okay, also ich meine... Im Ernst? Wirklich? Der fällt dann natürlich zwangsläufig dann irgendwann runter, aber... Ja, klar. Also ich schlafe mit Hut ein, ja. Also dann versuch mir doch mal zu erklären, die Verbindung zwischen Hut und sexuellem oder erotischem Empfinden. Ja, das kam... ein bisschen später auf, also zuerst halt dieser Hut-Tick, möchte ich eigentlich sagen. Und ich habe festgestellt, dass ich mich immer ziemlich sicher mit Hüten fühlte, ne? Ja. Ja, und ja, dann habe ich dann, ja, irgendwann habe ich meine Freundin, also ja, nach Hüten ausgewählt. Also es war wirklich so, dass ich deine Freundinnen? Ja, eine Beziehung tatsächlich nur aufbauen konnte, wenn ein Mädchen Hut trug. Also, oder zumindest bei der ersten Begegnung oder sowas. Also das musste mir auffallen und dann, ja. Ja. Aber hat das dann schon was mit Erotik zu tun? Nee. Oder das war dann eigentlich erst in der, im Grunde natürlich schon erotisch, ja. Mhm. Aber das kam eigentlich erst in der letzten Beziehung. Also. Und wie lief das da ab? Wieso da erotisch? Ja, also es war... Das erste Mal, dass ich mit einem Mädchen Sex hatte. Ja. Und... Jetzt sag bitte nicht, dass ihr beide dabei einen Hut aufhattet. Ja, sie nicht. Aber du. Ja, und... Ja, es ist also dann eigentlich... Ja, ich hatte dann keinen Höhepunkt. Mhm. Und mir ist dann ja nachher eigentlich klar geworden, dass es wirklich daran lag, dass sie keinen Hut trug. Also... Klingt auch komisch und merkwürdig. Ja, also ich finde es eigentlich ganz einleuchtend, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Warum ist das einleuchtend? Ja, weil es ist im Grunde wirklich ein Reiz, der da ausgelöst wird. Ne? Ja. Also ich weiß nicht, das entspricht wahrscheinlich bei anderen Leuten an irgendwelchen Geschlechtszahlen oder so, ich weiß nicht genau. Ja, ich meine, wenn die Zahnspange das auslösen kann, kann ein Hut das auch auslösen. Ja, zum Beispiel. Natürlich, ja. Ich vermute mal, dass du noch in der in der Abtastphase bist, ne? Dass ich das alles noch ein bisschen verfeinern kann. Du bist erst 19 Jahre alt. Mhm. Aber die Richtung geht dahin, du brauchst immer einen Hut und du brauchst eine Frau mit Hut. Ja, eigentlich schon, ja. Und der optimale Sex findet statt mit Hut, wenn beide einen Hut aufhaben. Ja. Das ist ein bisschen wie absurdes Theater hier. Sebastian, danke für deinen Anruf. Jo, tschüss. Tschüss. Ciao. Thomas, 37, ich grüße dich. Ja, hallo. Und zwar, ich möchte hier nicht nur über meinen Fetischismus sprechen, sondern vielleicht auch etwas sagen, was für die anderen interessant ist. Ja. Und zwar, dass es im Internet, da gibt es eben für sehr viele verschiedene Fetischismen spezielle Newsgroups, mhm. in denen Leute... die schreiben, die diesen speziellen Fetischismus haben. Zum Beispiel vorhin war doch der mit dieser Windelhose. Ja. Dafür gibt es eine spezielle Newsgroup, die sich nur damit beschäftigt. Und das ist sogar eine ziemlich oft verwendete. Also ja. Da sind ziemlich viele drin, die das schreiben. Das ist halt etwas gar nicht Seltenes. Ja, ja. Okay, das so als Service-Hinweis. Jetzt zu dir. Zu mir? Mhm. Ja, also mein Fetischismus, das sind... Frauen, die mit Kleidern baden gehen. Frauen, die mit Kleidern baden gehen? Das ist...
kommt ja nicht so oft vor, ne? Ja, da muss man sich anstrengen, wenn man das mal sehen will. Wo sieht man das? Ja, man kann es schon sehen, man muss nur Geduld haben. Wo gehen denn Frauen mit Kleidern baden? Auch zum Beispiel in Stadtparks oder in Brunnen. In Brunnen? Ja. Ich habe noch nie in einem Brunnen Frauen mit Kleidern baden. Ja, da muss man sich hinsetzen und da muss man warten. Also wenn es so super heiß ist wie letztes Jahr im Sommer, ja, da genau. Kann das dann schon mal passieren. Ja, das passiert. Kommst du aber selten auf deine Kosten, denke ich mal. Ne? Nein, letztes Jahr war gar nicht schlecht. War eine gute Saison. Ja, im Prinzip schon. Ach, also bei Stadt oder in Brunnen, da kann ja, man das sehen. Ja, oder es gibt auch so Poolpartys. Ja. Da ist allerdings eben nur, wenn es warm ist, gut. Und das ist also... Und das turnt dich an, wenn du da Frauen siehst, die bekleidet halt dann sich ins Wasser begeben? Ja, doch, sicher. Und was turnt dich daran so an? Ja, das ist eben so. Ich meine, das ist wie bei den anderen Sachen auch. Das kann man einem, der das nicht versteht, schlecht vermitteln. Das ist eben ein spezieller Reiz. Wichtig ist für mich eben auch, dass die eine gewisse emotionale Beziehung dazu haben. Was aber oft eine Täuschung ist, also was gar nicht echt ist. Du bist dann ja, vermute ich, immer oder fast immer in der Rolle des Voyeuristen. Du hast ja dann keinen direkten Kontakt zu diesen Frauen, ne? Das stimmt, ja. Ja. Wie geht denn das dann ab? Du siehst eine Frau, beobachtest eine Frau. Ja. Und dann? Ja, nichts. Nichts. Das ist eigentlich nicht so. Also während der Beobachtung selbst, das ist eigentlich nicht so sexuell, wie man sich das sagt. Wie man das denkt. Also ich bin nicht der Voyeur, der beobachtet und sich dann einen runterholt oder so. Das ist also nicht das Ungewöhnliche. Vielleicht später mal in Gedanken dann. Das ist was anderes. Also du schaust dir die Szene an, bis sie wieder rauskommt und das war's dann? Ja, im Prinzip schon. Und wie fühlst du dich dann währenddessen und danach? Ja, es ist nicht es ist halt interessant, sagen wir es mal so. Ich nehme es auch gerne auf Video auf. Ja. Aber, und diese Videos haben dann einen gewissen Wert, weil es gibt andere Leute, die sich auch für sowas interessieren. Wenn du dir dann diese Videos anschaust, befriedigst du dich dann dabei? Nein, nicht beim Anschauen der Videos, das kann ich gar nicht. Das kann ich nur in meiner Vorstellung. Ja. Beim Anschauen der Videos ist interessant, weil das ist eben etwas komisch, aber es ist tatsächlich so, also... Hast du denn sonst auch noch andere Formen, hast du sonst irgendeine Form von Sexualität, die du auch mit anderen Leuten praktizierst? Ja, es wäre ja im Prinzip eine Form, die man mit anderen Leuten praktizieren könnte, aber das tue ich nicht. Ja, das heißt, du bist alleine? Ja. Ja, und dein gesamtes sexuelles Interesse richtet sich auf diese Dinge? Ja, das kann man schon sagen, ja. Das heißt, wenn du dich selbst befriedigst, denkst du auch an nichts anderes? Wenn ich an was anderes denke, geht das gar nicht. Ach, ist man da nicht sehr, sehr einsam? Bist du nicht sehr, sehr einsam? Ja, nicht unbedingt einsamer als jemand anders auch. Ich meine, es wäre ja nicht unbedingt etwas, was man wirklich alleine machen müsste. Wenn man eine Partnerin hätte, könnte man das ja machen. Wie müsste die Partnerin denn drauf sein? Ach, die müsste nur Lust haben, sowas zu machen. Ja, das ginge dann schon. Also ja, wenn du, klar würde das gehen. Und du hast noch nie eine Frau gefunden, die das mal so mitmacht. Ich meine, so schlimm ist das ja gar nicht. Doch, schon. Ich habe schon mal eine gefunden. Ah, ja. Wichtig ist aber auch, es ist zum Beispiel nicht gut, wenn man also eine findet und die dann überredet dazu. Das kann man schon machen. Aber die muss selbst Spaß dran haben. Ja, genau. Sonst ist es nicht so doll. Also sonst ist zwar sonst interessant, aber nicht wirklich gut. Ich glaube, ich habe einmal eine gefunden, die tatsächlich Spaß dran hatte. Aber leider habe ich die zu schnell wieder aus den Augen verloren. Du bist jetzt 37 Jahre alt. Hattest du schon mal eine längere Beziehung? Nein. Noch nicht. Und du glaubst, das liegt an dieser Ausrichtung, an dieser sexuellen Ausrichtung? Das weiß ich nicht. Das könnte sein, aber es könnte auch an was anderem liegen. Ja. Das ist auch sonst interessant. Was heißt, ich bin auch noch Jungfrau in dem Sinn. Also ich hatte noch nie. Es gab noch keinen Koitus, den du erlebt Richtig. Hast. Richtig. Hast du Angst davor? Ja, nicht Angst. Angst eigentlich nicht. Nein, wieso? Ja, was? Gibt es da nicht so eine Neugierde in dir? Oder gab es die nicht schon früher als junger Mann, dass du das auch mal erleben wolltest? Nein, eigentlich nicht. Also, wenn ich eine Gelegenheit gehabt hätte, hätte ich, wenn sie mir gesagt hätte, entweder Koitus oder Baden, hätte ich immer das Zweite vorgezogen. Ja. Ich habe mal eine getroffen, die wollte unbedingt Koitus mit mir. Ja, aber du wolltest...
wolltest du? Nicht, nein. Ja. Wie lange ist das schon so? Wie alt warst du, als du das an dir entdeckt hast, dass du auf sowas stehst? Ach, das war schon, bevor ich überhaupt wusste, was Sex ist. Also als Jugendlicher, als Kind fast schon? Ja, natürlich. Da war ich schon. Hat sich das dann am Anfang, als dir die Sache dann so bewusst wurde, weiß ich jetzt so mit 16, 18, 19, hat dich das ein bisschen beängstigt, dass du dachtest, Mensch, ich bin bekloppt, das ist ja was ganz Verrücktes? Nein, eigentlich nicht. Das war immer sowas, was parallel gelaufen ist. Ich habe mich mit 16 auch mal verliebt in eine Frau. Ja. Aber die habe ich nie näher kennengelernt und deswegen war das Ganze eigentlich nicht wichtig. Ja. Und als das dann wieder vorbei war, ja, da kam das andere dann wieder. Also hast du so deine, ich sag jetzt mal, das meine ich jetzt gar nicht witzig oder veralbernd, so deine Spannungshochsaison immer im Sommer eigentlich, ne? Ja, was heißt Spannung? Es ist dann interessanter, ja. Ja. Aber in der Fantasie ist man ja aufs ganze Jahr über. Wie gesagt, dieses Beobachten ist ja nicht direkt in dem Sinne sexuell, würde ich sagen. Kennst du denn andere Leute, die auch so drauf sind? Ja, ja, einige. Einige? Das ist gar nicht so selten. Auch übers Internet? Übers Internet, ja, habe ich jetzt einiges kennengelernt, eine ganze Menge sogar übers Internet. Ja. Thomas, danke für deinen Anruf. Gut, bitte. Tschüss, ciao. Tschüss. Jetzt haben wir noch den, nochmal einen Thomas und der ist 32, hallo. Hallo, ich bin Thomas und ich komme hier von der freundlichen Stadt am Teutoburger Wald. Und was heißt Problem? Also für mich ist das irgendwie so ein Problem, ne? Ich komme da nicht so ganz gut mit klar. Also ich stehe total auf Gerüche, ne? Ja. Also auf meine eigenen. Auf deine eigenen? Auf meine eigenen. Also wenn ich, es hört sich jetzt auch ein bisschen pervers an und so, ich weiß auch nicht. Ich möchte da an für sie nicht so groß drüber reden, aber ich hab mich jetzt dazu eben mal entschlossen. Ne? Also alle Gerüche, also die man selbst so ausdünstet? Ja, genau. Wenn ich also Blähung habe, auf Deutsch gesagt, also das rieche ich unwahrscheinlich gerne und da geht mir richtig gut einer bei runter. Ne? Mhm. Wenn ich da alleine zu Hause bin, dann hole ich meinen runter und so. Ich meine, ich weiß auch nicht, ob das noch normal ist oder so. Ne? Keine Ahnung. Tja, das weiß ich auch nicht, ob das normal ist. Du sagtest gerade, das würde dir eventuell Probleme bereiten. Inwiefern? Ja, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich da so ein bisschen Angst vor. Auch ist das denn so, dass du dich, ich meine, das war heute Abend auch schon ein paar Mal so der Fall, wo ich dann schon denke, also bei aller Toleranz, allen verrückten Sachen gegenüber, ja. Ich finde es dann bedenklich, wenn man in eine Isolation kommt dadurch und sich zu sehr auf sich konzentriert und vielleicht gar nicht mehr fähig ist, auf andere Menschen zuzugehen. Ist das denn bei dir, zeichnet sich das denn ab? Ja, doch, kann man so sagen. Kann man so sagen. Also ich hatte vorher eine Beziehung gehabt, 11 Jahre zusammen gewesen mit einer Freundin und so, ne? 11 Jahre? Ja, das ist dann auseinandergegangen vor einem Jahr und seitdem, ja, ich hatte vorher auch schon, da habe ich auch schon drauf gestanden und so auf die Sache, ne? Mhm. Aber ich habe das eben meiner Freundin auch nicht so erzählt und so, ne? Da haben wir nicht groß drüber gesprochen, ne? Und wie ist es so, was die Gerüche jetzt der anderen Seite angeht, deiner Freundin zum Beispiel? Hat dich das genauso interessiert wie deine eigenen? Von meiner Freundin schon, aber andere Gerüche, also ich meine, was normalerweise, ich denke mal, widerliche Gerüche sind, sage ich, irgendwas, wenn irgendwas verwest oder so. Ich meine, dann, ich bin selber Sportfischer und ich habe da öfters mit toten Fischen zu tun und die stinken manchmal auch so ein bisschen, wenn die am Wasser gelegen haben. Ich meine, da könnte ich manchmal echt auf Deutsch gesagt kotzen. Ne? Aber selber, ich meine, wenn ich da mal einen gehen lasse, das macht mich voll an. Das ist wie ein Parfüm für mich irgendwie so, ne? Ja, sie lachen drüber, aber es ist so, ne? Ja, ist vielleicht nicht so ästhetisch, aber ich denke mal, wenn es denn weiter nichts ist, ne, ist es auch nicht so schlimm. Warum meinst du, dass das für dich ein Problem werden könnte? Tja, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie ich das so erzählen soll, aber irgendwie, das ist irgendwie total verrückt, ne? Ich meine, wenn ich Männer einen gehen lasse und so, ich meine, dass man sich daran aufgeilen kann. Ich kann mir das an und für sich gar nicht so vorstellen, aber es ist jetzt nun mal so, ne? Ich denke, andere Leute sind doch normal. Die würden sagen, ach Mann, das ist doch voll, ne, mit dem passt doch irgendwas nicht und so. Das kann man doch nicht gut riechen oder so, ne? Aber mich macht das voll an, ne? Und ich meine, das ist doch irgendwas muss doch da verkehrt sein. Vielleicht aber auch nicht. Thomas, ich danke dir für deinen Anruf. Okay, ciao. Fetischismus, das war das Talkradio zum Thema Fetischismus heute Nacht. In der Technik war Angelina Konrad, meine Lieben. Am Mikrofon Jürgen Domian und morgen Nacht können wir uns wieder sehen, wieder hören, hier
bei 1 Live im Radio und im WDR Fernsehen. Da ist das Talkradio offen für alle anderen Themen, auch für politische Themen, für allgemeine Themen, wo immer ihr auch Lust habt, euch zu unterhalten. Ihr könnt ja anrufen ab 0 Uhr unter 0130 29 11. Ich freue mich auf morgen Nacht. Macht's gut. Bis dann. Ciao.